Und dann sind wir schon wieder da. Destor, wir befinden uns unten beim Froschkönig, beziehungsweise haben wir alle Seelen der vier verlorenen Raben gefunden, die uns dann diese Tür hier öffnen. Und jetzt reden wir direkt mal mit der Tür. Sanfter Hut, lebender Schnitter. Schiebt uns zur Seite. So. Was uns wohl hier unten erwartet? Natürlich der Froschkönig, aber... Obwohl, nee, hier erwartet uns eine neue Fähigkeit. Die holen wir uns jetzt. Da kommen wir nicht durch, aber die Fähigkeit finden wir hier. Garantiert. Und zwar wird es irgendwas Explosionsmäßiges sein. So, dann müssen wir jetzt mal wieder angreifen gegen die Truhe. Wie wird sie uns diesmal pressen? Fieses Teil. Aber naja. So, vier Feuerdinge habt ihr, ja. So. Oh. Ich würde mal platt machen hier. Oh nein, hab ich aufgepasst. Okay, da ist noch einer. Ich kann noch mal Blatt machen kurz. Oh, ach Mann. Ja. Oh. Was ist denn das für ein Pfeiltyp? Den hab ich noch gar nicht erlebt, du. Wup, wup. Na gut. Klar machen wir das nochmal. Oh, der ist echt hart, der Typ. Alter. Apfel, ey. Oh, jetzt bin ich fett nicht sicher. Okay, okay. Wie viele Winden das hier? Grüne, was ist das denn? Grüne. Okay. Sind die grün erwischen? Oh. Jetzt rennen wir hin. So. Geschafft. Das war okay, oder? Gib mir, was ich brauche.
Ein Geschenk von Krähe zu Krähe, das dir bei deiner Mission helfen soll. Cool, dir das an. Oh, wundervoll, eine wunderschöne Krone. Liebe Kronen. Bombenzauber halten. Drücke, um Bombenzauber zu verwenden. So, jetzt habe ich mich das bekommen, worauf ich die ganze Zeit gehofft habe. Lattra. Können wir uns auf jeden Fall den Weg hier freischalten. Yes. Ach, dafür braucht man zwei. Kann das sein? Da brauche ich zwei Punkte. Oder sehe ich das gerade verkehrt? Das scheint das zurückgelassene Journal eines Schnitters zu sein. Ein beunruhigendes seismisches Ereignis wurde verzeichnet in der Gegend rund um die Tür des Todes. Wir wurden instruiert, alle Türen zu versiegeln und alle offenen Aufträge in der Region zu schließen. Viele Schnitter sind dort noch aktiv, aber diese Anordnungen kommen von ganz oben und ich stelle sie lieber nicht in Frage. Trotzdem wüsste ich gern, was wohl aus den Krähen geworden ist, die dort draußen waren. Ja, da brauchen wir zwei für. Warte mal, wir machen noch mal einen kaputt hier. So, wir müssen kurz hier zurück, da haben wir hier noch einen Weg. Den machen wir natürlich auch frei. Nicht, dass wir da irgendwas verpassen. Ein paar coole Seelen oder so. Da. Ach, da ist ein Schalter. Okay, ist eine Abkürzung, ich sehe. Wir sind noch in dem Fahrstuhl bereit. Aber da oben war noch eine Seele, die holen wir uns noch schnell. Naja, ich weiß. Ich brauche trotzdem kurz die Seele hier oben noch. Beziehungsweise die Seelen. Die Energieseelen. Sehr cool gemacht, das Spiel, muss ich sagen. Macht wirklich Spaß. Also, falls ihr die paar Euro übrig habt, kauft sie euch. Ihr kauft es euch. So. Weil es kostet wirklich nicht viel und es ist ja wirklich echt gut gemacht. Also, da kann man nicht dran mäkeln. Ne? Wir balgen uns um die letzten Reste. Es gibt nicht genügend Aufträge für alle. Nur eine Handvoll Schnitter und überhaupt noch im Dienst. Ich habe da was munkeln gehört. Es soll Krähen geben, die frei leben außerhalb der Kommission. Kann sein. So, warte mal. Will ich reden? Willkommen bei der Seelenkammer. Möchtest du deine Kampffähigkeit aufbessern? Klar. Und diesmal machen wir... wir können zwei Sachen machen, ne? Tempo bewege ich ja schon. Das wird diesmal so erreicht, der Schnitt ein höheres Grundtempo kann schneller ausweichen und die Wartezeit beim Ausweichen wird verkürzt. Die Fähigkeit Schnitt das magische Kräfte einzusetzen. Wenn du sie erhöhst, steigert das den Schaden, den Zaubersprüche und Fernkampf einrichten. Okay, pass mal auf. Wir machen erstmal... Geschicklichkeit machen wir schon höher. Und ich glaube, die Geschwindigkeit ist auch gut. Wir machen. Geschwindigkeit. Da. So, wir müssen zurück zum Froschkönig. Denn den haben wir ja noch nicht besiegt. Was machen wir jetzt? Witzverlies. Überwuchtete Ruinen. Das war ein anderer Weg da. Ne, Quatsch. Ist doch richtig, Pilzverlies. Was rede ich denn da? Da sollen wir doch hin. So. Weil wir haben ja Abkürzung freigeschaltet, da können wir ja direkt hinkommen. Außerdem ist vorne noch an so ein Typ, den wir befreien können. Das können wir jetzt mal machen hier. Vögelchen retten Diener. Diener für immer danken, Vögelchen. Oh, Dankeschön. So. Was hier links? Ah, ich glaube schon. Ja, genau. Ah, okay, hätte auch einen anderen Weg gehen können, aber im Endeffekt egal, welchen Weg wir gehen. Oh. Hat er geweint gerade? Ganz ehrlich. So, wie geht's dann zum Froschkönig? Und da wir jetzt ja Bomben ballern können, können wir uns den Weg da freischießen und endlich da reinkommen.
Gut gezielt, ist halb gewonnen. Okay, zu dicht sollte man nicht dran stehen, wie ich gerade merke. Der tut es auch weh. Oh. Hä? Der Piepser gibt nicht so schnell auf, was? Weißt du, da draußen war ich nur ein winziges Fröschlein in einem großen Teich. Hier jedoch bilde ich die Spitze der Nahrungskette. Und am liebsten fresse ich all diese köstlichen verlorenen Seelen. Deine unfairen Absichten kannst du vergessen, Schnitter. Dafür sorgen schon meine Untertanen. Es gibt heute Krähenfrikassee. Und Wackelpudding zum Nachtisch, die Spezialität unseres Küchenchefs. Okay. Gucken wir mal, ob er es hinkriegt. So. Bin ein bisschen gespannt. Überflutete Festung. Mitnehmen. Das Wasser darf ich aber nicht fallen, denn das mag ich ja nicht. War schon rausgefunden. Was ist das denn da? Aha, warte mal. Ist gar nichts passiert. Habe ich irgendwas nicht gesehen gerade? Ah, ich bin trotzdem gedrückt. Muss man schon aufpassen, wenn ich ins Wasser fällt. Irgendwie. Da geht's nicht weiter nach vorne. Hier, ne? Okay. Geht's nicht weiter? Hier? Oh. Ach, guck mal. Ach, das habe ich gerade eben gar nicht gesehen. Der macht die Wege frei. Ist mir gerade eben überhaupt nicht aufgefallen. Aber irgendwas musste der ja machen. Wäre sonst komisch gewesen. Okay. Weiß noch nicht, wie ich hier an die Seele da oben rankomme. Aber das hören wir schon gleich raus. Affe. So. Ganz leicht ran, die Seele sich gerade. Aber wie kommen wir an die Seele ran, ist die Frage. Hä? Hm, wie kommen wir an die Seele da hinten ran? Das ist schon wieder ein anderer Schnack. Da oben ist auch irgendein Schlappohr, da kommen wir noch nicht hier hin. Der hängt da nur runter und guckt auf uns. Warte mal. Machen können wir da gerade nichts. Okay, dann muss man wieder irgendwie so sich hinbeamen lassen oder irgendwie so. Das können wir ja leider nicht. Noch nicht. Also das heißt, man muss auf jeden Fall in die Welten wieder zurückkehren, selbst wenn man jetzt irgendwie was geschafft hat. Glaube ich. Aha. Guck mal an. Gut, ich gehe gleich da längs. Ich wollte noch mal sehen, ob es hier auch noch weitergeht. Ich sehe irgendwas übersehen hier. Also, ich muss leider doch noch mal zurückgehen, denn jetzt habe ich Angst, dass wir gleich zu weit weg sind von der Stelle da. Und wir eigentlich doch da einmal gucken müssen, was da genau ist. Machen wir jetzt schnell nochmal. So. Guck mal, wie wir den Schalter schon mal freischalten, ne? Guck mal da. Da kommen wir, bringt uns zwar noch nichts, aber wir wissen schon, was wir da hin kann. Und wer ist er? Gegner, hier geht's auch längs. Ne, warte, weiter weg. Ich habe schon viel Leben verlieren. Okay. Ah, guck mal, da ist noch eine. Und was? So. Okay, hier geht's aber auch gar nicht weiter. Oder war da irgendwas, worauf ich schießen konnte? Konnte man das sehen da irgendwie? Ich glaube nicht, ne? Haben wir schon drauf geschossen? Ne, hier gibt's nichts. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Dann müssen wir doch über die Stege da zurückgehen. Aber zumindest
haben wir alles hier abgegrast und wissen, dass es hier nichts anderes gibt. So. Komm, kleine Krähe. Der kleine Schnitter. Der ist auch geil, wie der watschelt irgendwie, ne? Der watschelt, aber... Ihr wisst, was ich meine. Okay. Von der Seite klappt gar nichts, aber von der Seite klappt das hier. 13 Stück haben wir schon davon. Da kriegen wir über die Gitter auf, sehe ich gerade da schon so einen Schalter. Also, behaupte ich mal. Perfekt. Können wir da jetzt einfach hin? Warte mal, ist hier noch irgendwas? Quatsch, dass der auftaucht, oder? Na gut. Im Hinterhalt, ne? So. Aha, komm hier rüber. Ja, also irgendwie. Also es geht ja richtig schon hier alles. Kann man das überhaupt machen? Komisch. Holzkisten geht, aber so ein Holzwerk da, das kann ich nicht zerstören. Merkwürdig. Oh, hab ich echt hab nicht gesehen. Hätte ich noch erwischt, aber habe ich nicht. Gehen wir hier runter. Zumindest da schon mal eine Tür, sehe ich, wo ich die aufmachen kann. Das ist ganz gut für uns, denn wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Leben. Oh. Ein Eindringling und er ist eingedrungen. Diesen schamlosen Akt wirst du büßen. Das war's mit dir, Vögel. Jetzt wärst du zerquetscht. Oh. Oh. Du bist wirklich hartnäckig, Piepmatz. Gefällt dir meine Rüstung? Sie ist eine Nummer zu klein, aber ich denke, sie steht mir trotzdem. Kaum zu glauben, aber die lag einfach hier so rum. Naja, an einer Leiche. Du bist nichts weiter als noch ein Weichei, das dem Fortschritt Wege steht. Und das ist die natürliche Weltordnung. Nur die Stärksten überleben. Mach die Flatter, du Flederwisch. Du hast ihn gehört. Mach die Flatter. Ich hoffe nur, dass ich nicht zwischen diesen dicken grünen Hinterbacken ende. Okay, wir gehen erstmal zur Tür hier. Oh, ich dachte, die Tür wäre jetzt darauf geknallt. Gut, wir gehen noch kurz rein. Dann gehen wir gleich wieder raus. Und dann haben wir eigentlich alles geschafft. Ich will noch einmal kurz zurückgehen, bevor wir da reingehen. Denn es gab ja noch einen anderen Weg hier. Den nehmen wir auch nochmal ganz kurz. So, irgendwas übersehen hier. Dass es irgendwie weiterhelfen kann. Aber hier gibt es nichts mehr, was man machen konnte, ne? Ne, da kann man nichts machen, okay. Da kommt man nur mal reinluschern. So, wie viele Punkte habe ich? 75. Dafür können wir uns noch nichts leisten. Also, im Endeffekt brauchen wir auch nicht zurückgehen. Dann machen wir das. Versuchen wir mal, den Frosch, den Chaos zu machen. Heute gibt es Froschschenkel. So. Direkt rein kann ich nicht, aber es gibt hier ein Hintertürchen, wie ich sehe. Na, ich komme doch direkt rein, wie ich sehe. Nein, ich hüpfe auch direkt ins Wasser, bist du gesehen? Aber die Keile ist eher hinterher gehüpft, das andere. Und der weggebombt, den Appen.
Also Leiter, okay. Und da ist auch ein Samenspender für mich. Gut. Ein Samenspender hört sich auch geil an, ne? Aber mehr ist es ja eigentlich auch nicht. Okay, da geht's nicht weiter. Da, hier. Nein, nein, nein. Noch nicht. Fangen wir von hier hinten lieber. Lass mal reinpacken. Wir haben zwar noch genug Leben, aber ich nehme trotzdem mal was mit. Oh nee. Da wollte ich wieder zu viel, ne? Muss ja gleich runterspringen anscheinend. Okay, jetzt müssen wir nicht weiter. Nein! Affe! Oh, warte mal. Oh nein, das gibt's doch nicht. Ah, das war echt doof. Das war doof. Da, komm her. Leben brauchen wir nicht nehmen. Noch einmal genug Leben. Okay. Komm, jetzt das Leben schnell rumhängen. Komm, lieber Gott, gib mir das Leben. Danke. So, wir haben jetzt noch den einen hier. Oh. Nein. Okay, den haben wir, den wir auch noch finden. Komm her. So, den müssen wir auch noch killen. Komm, noch ein. Boah. Nervig, du. Und stressig auch. Hier ist auch ein Weg frei. Ach, guck mal, die Abkürzung. Perfekt. Freut mich. Okay, dann kommen wir noch nicht längs, wie man sieht. Ist wahrscheinlich noch verschwinden. Schwer bin ich gar nicht.
Hier durch. Nein! Wie dumm war das denn gerade? Shit. Na gut. Auch durch. Oh nein, das ist der harte, ne? Oh. Nein! Oh. Ich hasse es. Tod. Ach, das war jetzt ärgerlich gerade eben, aber naja. Okay. Gefährlich aussah. Ah, da kommt noch was. Okay. Gut. Oh, es gibt so keinen. Nein! Fall ich fast da runter. Wie dumm ab und zu, ne? Wie dumm man ab und zu ist. Okay, das ist irgendwie hoch, ne? Da kriegen wir jetzt den Abkürzungsschalter. Okay. Oh, das war schon viel, okay. Sehr gut. Warte, gab es da unten auch nochmal einen Weg? Nee. Ich dachte, der hätte irgendwas freigeschaltet. Hat er gar nicht. Gut. Nein. Okay. Oh. Oh, warte, warte, warte. Danke. Ich muss ja kurz ein paar Samen pflanzen. Oh, Alter, hat er mich fast getroffen. Dass ich gerade noch rumgerannt bin. Wenn wir hier kurz aufs Festland kommen, dann können wir weiterkämpfen. Danke.
bleib doch gerade ruhig stehen. Okay. Danke. So. Das war gut für uns, dass er so blöde stehen blieb. Ich pflanze einfach überall welche. Okay, war dumm da oben zu pflanzen, weil wir kommen gerade nicht zurück dahin. Wo kann ich hier hinkommen? Ach, guck mal. Noch eine Abkürzung. Also eine super Abkürzung ist das nicht. Ach, hier doch. Guck. Ah, sehr gut, sehr gut. Aber hier können wir noch nicht... Die Pflanze ist leider schon geerntet. Die können wir erst nach unserem Tod wieder ernten. Das macht ja nichts. So, mal gucken, ob wir hier weiterkommen. Ne? Cool. Aber hier geht's nicht weiter. Also war der andere Weg hier doch richtig. Unten rum oder was? Da waren ja auch so viele Gegner. Kann natürlich sein, dass man da irgendwas noch machen muss. Kann natürlich gut sein. Oh, komm schon. Es gibt ja immer mehr Abkürzungen, aber es nervt doch langsam. Haben wir schon, ne? Und hier einfach direkt weiter geradeaus kommen? Was hier längs? Ach, ich weiß nicht mehr, was längs ist jetzt. Muss ich zugeben? Ich glaube hier, ne? Ne, da, unten war das, okay. Gehen wir rüber. Gut, dass wir hier noch Leben haben, die können wir jederzeit holen. Alter. Nein. Wir müssen schnell mal das Leben holen da hinten. Dass wir da nicht gleich sterben wieder. Ah, verrückt. Ein bisschen fieser Dungeon hier. Oh, nee. Oh, noch so ein Spiegel. Eieiei. So. Einfach mal ankommen da. Okay, hier ist er wieder, ne? Ist das eine Abkürzung? Aber ja doch. Wie cool ist das denn? Gut. Halt. Noch mehr? Ne, hatten wir schon, ne? Achso, ist da, wo wir den Pfeil geschossen hatten, glaube ich.
du blöder Vogel da, Geist. Nein! Oh, immer dieses Runterplumpsen irgendwo. Das ist wirklich doof. Oh. Mal gucken. Ich warte noch ganz kurz, bis ich das Leben nehme. Bis ich den Geister besiegt habe. Drauf schießen. Es gibt zwei Wege. Für die beide zur gleichen Richtung, ja, wahrscheinlich, ne? Genau. Beide führen hier rein. Gut. Gibt es noch eine Tür hier irgendwo? Wahrscheinlich nicht. Geh mal rein. Doch, da. So. Aktivieren wir kurz. Muss doch gleich mal den Boss angucken da. Den Froschboss. Nein, warte, ich wollte noch was kaufen eigentlich. Wir haben noch genug gesammelt, da könnten wir vielleicht noch mal eine Stärke drauf machen. Oder? Ah, guck mal, eine Sache kann man auf jeden Fall holen. Das machen wir jetzt schnell auch. Einfach aus einem einfachen Grund. Dass, wenn wir jetzt den Boss bekämpfen, dass wir vielleicht irgendwas haben, was noch praktisch ist. Kostet 800, wenn ich die Stärke mache. Das ist wenig für uns. Da. Machen wir überall. Wir sind recht gleich, ne? Ich glaube, man könnte es auch alles schaffen, wenn man nur eine bestimmte Sache boostet. Aber wir boosten einfach alles. Ja. Der Thron des Froschkönigs. Gucken wir mal rein. Ich bin gespannt. Oh, das sieht schon gut aus. Quark. Da ist er. Piepmatz. Meine Diener haben offensichtlich versäumt, dir eine Lektion zu erteilen. Dann muss ich es wohl selber tun. Wenn ich mit dir fertig bin, nehme ich deine Feder und poliere mit ihnen meine Rüstung, bis sie funkelt. Dann bin ich das schönste Geschöpf diesseits der Tür. Also schön. Es ist Matschenzeit. Was? König der Sümpfe. Herrscher seines Reichs, Gebieter all seiner Untertanen, Held des Volkes, Hüter der fünf Schüre, Erster seines Namens, Zweiter seines anderen Namens, der keine mittleren Initialen und keine Gnade kennt. Oh, kann man gar nicht so schnell lesen. Aber ziemlich flüssig. Oh, was kann ich machen? Ah, da hinten. Deine Rücken. Rücken müssen wir treffen, okay. Oh. Nochmal den Rücken treffen. Platz die Rüstung gleich auf, würde ich behaupten. Da. Muss gleich seine Rüstung aufplatzen oder nicht? Oder ist schon passiert? Da fliegt die weg, die Rüstung. War doch ein bisschen eng, was? Oh. Okay. Oh. Nein. Halt das, Fies. Ach, guck mal, da kann ich das wieder heile machen. Okay. Was ist denn das? Danke. Okay.
Wow, wow, wow. Eigentlich ist er gar nicht so schwer, glaube ich. Also zumindest, wenn er jetzt nicht noch irgendeine Scheiße baut wie das hier. Oder so. Ich kann immer wieder dieses ranbauen da. Oh. Alter Schwede. Haben wir getroffen. Ah, das gleiche. Ich hoffe, da gibt es nicht noch eine zweite Runde bestimmt. Da kommt bestimmt gleich eine zweite Runde. Nicht. Oh. Okay. Also das ist schon eine ganz gute Machart, die jetzt macht, oder? So kann man es, glaube ich, schaffen. Aber ich glaube, das war noch nicht alles. Ich glaube, da kommt noch was bei dem Frosch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das seine ganze Taktik ist. Wahrscheinlich schießt er da auch noch mal von hier. Nee. Ballern. Oh, ich hoffe, nur ist meine Platte nicht weggerutscht. Das war gerade so mal meine Befürchtung. Okay. Da! Das war's wirklich? Also Leute, der war wirklich gar nicht so schwer. Eigentlich war es nicht easy. Aber die Mutter schon schwerer, fand ich. Also die Großmutter. Fand ich jetzt. Aber naja. Wir haben uns heute hier versammelt, das Ableben des Froschkönigs zu betrauern. Er war ein kühner und furchtloser Anführer. Er wurde angefeindet, nur weil er einen bescheidenen Wunsch hegte, alle im Wald unter seine Fuchtel zu bringen. Und manchmal auch unter seinen dicken Hintern. Seine Herrschaft ist nun beendet und überall im Sumpf wird man seinen Fehlern bemerken. Er senkt das Haupt im Gedenken, er weiß die letzte Ehre. Seine Zeit in dieser Welt ist abgelaufen. Tja.
Manch einer wird froh sein, dass der König tot ist, aber ein Leben ist ein Leben und im Tod sind wir alle vereint. Naja, schnack du mal. Alle froh sein, dass er weg ist. Der dicke Frosch. So, wir haben die nächste Seele bekommen. Genau, wir gehen mal kurz zurück. Wir haben ja keine Dinge. Doch, da haben wir eingesammelt. Das reicht ja nicht. Wir brauchen ja 800. Gut, aber wie man guckt, der Frosch jetzt wird die letzte Seele noch. Die holen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag bzw. schönen Abend. Kommt drauf an, wann ich das Video rausgehauen habe. Und bis dahin. Tschüss.